Na ihr? Hallihallo! Willkommen zurück zur leicht verspäteten Aufnahme von DBD, weil Lizzie gerade eben noch irgendwas gesagt hatte. Hab ich? Ja, ich wollte gerade auf... Okay. Oh, hi! Gut. Ups. So, heute mal wieder der Start mit einer wundervollen Challenge. Oh, Challenge Time. Challenge Time. Wir dürfen Leute nur schlagen, wenn sie... Ja, guck mal, geblendet. Nee, doch nicht. Wir dürfen Leute nur schlagen, wenn wir sie stalken. Ob das jetzt so gut ist, ist die zweite Frage. Aber das ist unsere Aufgabe. Hm? Ach so, der Mantel ist wieder aufgeladen. Der Mantel lädt sich auf. In der Mantel so. Will geladen sein. Was sag ich da schon wieder? Zurück. Und dann ist der Typ gleich aber aufgehört zu stalken. Ist er das? Tja, ich würde mal, sagen, Pech gehabt, hm? Doof gelaufen. Ich lauf mal hier vorbei, nur um schon mal Unruhe zu stiften. Unruhe ist was Gutes. So. Unruhe wurde gestiftet. Der hängt. Das machen wir kaputt. Kaputt machen! Teure Dinge kaputt machen. Yay! Da frage ich es nun. Da hinten waren eben Kratzspuren. Habe ich gesehen, aber Kratzspuren führen, glaube ich, quer über Damm. Damm doch nicht. Nein, ich glaube nicht über quer über Damm ab. Hallo. Claudette. Also bitte. Ja, 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 wo ist denn die? Das muss doch jetzt nicht sein. Hä? Da ist sie hin. Claudette. Jetzt aber. Oh, yes, Claudetta. Ciao, Kumpel. Yay. Die Kattitude. Das war's mit der Kattitude. Die Kattitude. Gute alte Kattitude. Claudetti muss hängen. Es spielen übrigens drei Leute wenigstens zusammen. Zumindest sind sie gleichzeitig in die Lobby rein. Ich glaube, alle vier waren es wirklich. Ja? Mhm. Das ging so schnell, das war zack, zack. Was trotzdem keine Lüge ist, weil ich gesagt habe, mindestens. Stimmt auch wieder. Ich konnte ja auch nur halb aufpassen. Ich hatte bis eben noch einen schönen Schluck auf. Ja, das war sehr lustig. Ich fand das nicht so lustig. Hey, Katie. Warum guckst du mich eigentlich nicht an? Verdammte Hacke! Kurz vor voll. Aber ich wurde von mehreren Seiten angeguckt. Das war nicht nur sie. Das ist korrekt. Das war nicht nur sie. Aber ich verfolge sie einfach, bis das Ding aufgeladen ist. Dann kann ich sie stalken. Die Frage ist jetzt noch, hat sie den Näher-Perk? Ja, hat sie. Kann uns aber egal sein. Tod und kann Verzweiflung. Uns, kann uns sowas von egal sein. Ja, die hängt jetzt. Guck mal, hier oben ist doch schön. Ja, wunderschön. Hier ist super. Super Aussicht. Ja, eben. Und mein Kopfhörer ist viel zu laut eingestellt. Nicht nur deiner, meiner glaube ich auch. Viel, viel zu laut eingestellt. Die schreit mir so ins Ohr, die gute Frau. Oh, Entschuldigung. Ich habe dich wieder angeditscht. Hey, Mac. Ach, ihr seid mehr. Ich kann euch. Ich kann mich auch an beiden aufladen. So ist es nicht. Ich bin da gar nicht so. Nee? Nee, wählerisch bin ich nicht. Ja, wenn du nicht wählerisch bist, dann nimm doch mal die. Ja, mache ich auch. Gut. Die Kattitude hat es auch schon gut erwischt. Auch schon mit einem Viertel dabei. Was wir übrigens noch haben, ist ein gelbes Memento Mori. Ob uns das Glück bringt, ist die andere Geschichte, das weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir es. Und wir können weiter stalken. Mhm. Stalk, stalk, stalkity stalk. Schokoladenstalk. Was? Stork. Storkschokolade. Ja, kommt ja hier aus der Ecke. Ich weiß. Und ich will da immer noch mal hin. Hä? Ist so, warum ist das hinter mir? Das klang doch wie hinter mir, oder? Was, wie, wo? Dieses zweite Geräusch gerade.
Ja, das ist korrekt. Ich finde, das klang wie hinter mir. Hallo. Naja, gut, ist in Ordnung. Naja, natürlich blendest du mich jetzt. Das ja, aber das geht auf unsere Aufladezeit. Das, also, ne? Warum nicht? Ja, eben. Ja, die Sache ist, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil der Typ wird uns gleich angucken. Das war ziemlich dämlich. Das war einfach nur dämlich von mir. Ich habe zu früh auf die Taste gedrückt. Ah. Und jetzt ist der Typ weg. Herzlichen Glückwunsch. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Und da war's. Und da war jemand. Wobei. Ja, das ist die Scheiße, ich darf nur stalken. Meine Aufgabe ist leider nicht nur One-Hits machen. Sonst wäre es schön, aber. Aber so funktioniert das leider nicht. Weil sonst könnte ich ja jetzt einfach sagen, dass ich die Alte umschnetze. Das darf ich aber nicht. Nein, nein, nein. Darf ich aber nicht. Schalalalala. Guck mal. Unruhe stiften noch ein bisschen. Unruhe stiften ist immer gut. Ja, ne? Vor allen Dingen fällt den meisten Leuten dabei gar nicht auf, was du tust. Ja. Das stimmt. Die habe ich noch. Die habe ich noch. Einmal ein schönes Komm gleich der Taschenlampenmann. Sag ich doch. Ah, das Tor ist jetzt gleich offen. Natürlich ist es das. Was denkst du denn? Die Frage ist nur, ob sie ihr jetzt erstmal noch helfen. Ja, das ist die gute Frage. Also ich glaube, er wird ihr nicht helfen. Nein, ich glaube auch nicht. Das Problem ist, die... Ja, du wolltest wieder da unten drunter krabbeln. Diese Arschloch-Aktion von den Leuten heutzutage. Ja, davon gibt's viele. Da ging das Tor gerade eben, glaube ich, auf. Nee, das war schon offen. War schon? Ja, ja. Das sah gerade so aus, deshalb. Nee. So, wir können wieder stalken. Die Sache ist... Oh, da ist Luke. Die Luke. Das ist ja geil. Du hast ganz schön kräftige Boots an, würde ja, ich ne? sagen. Die habe ich mir im Boots-Sonderfachladen gekauft. Ah, ja. Der Typ ist frei. Aber das heißt, die andere muss zurückbleiben. Weil da laufe unglücklicherweise ich gerade lang. Hä, wo ist sie hin? Da ist sie hin. Du könntest ein Problem haben. Nein, hast du leider nicht. Nee, wegen dem Typen, der mich die ganze Zeit noch angeguckt hat. Ja. Hat sie leider nicht das Problem. Ehrlich. Mann, mich verwirrt dieser komische Mandel, der da die ganze Zeit so rumwabbelt immer. Ja, beim schnellen Rumdrehen hast du den dann auf einmal im Blickfeld. Das ist echt verwirrend. Diese komischen... Ja, genau die. Fuddelfinger. Das hört sich auch falsch an. Ja. Die mit der... No ED. Oh. Was? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Gut. Ist mir auch egal. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Du. Na, ihr? Jetzt wird gestalkt. Mal was ganz anderes haben wir ja gerade eben noch nicht gemacht. Wow. Wen stalken wir denn heute? Alle. Stalken wir alle tot? Ich hoffe. Wir müssen alle stalken. Der hat so laut geatmet. Hallo? Hallo? Der hat auch so schwere Stiefel. Da ist jemand. Ja, habe ich gesehen. So, also ich würde sagen, wir haben schon mal Diabolik 2. Ja, doch. Läuft schon mal. Das machen wir mal kaputt. Hallo? Irgendwer? Hallo? Irgendwer hier? Hallo? Wir
Weil eigentlich da. Da kam jemand. Da kam gerade jemand. Da kam ein Vogel geflogen. Nein, nein, nein. Da ist gerade wieder jemand aufgetaucht. Ja? Ja. Ich hab nichts gesehen. Ich lasse die das erstmal machen. Gucke auf die andere Seite und dann kommen sie wahrscheinlich gleich zurück. Guck mal, hier ist auch jemand. Stalking the game. Stalking. Hey du. Der merkt wohl nicht, dass du hinter ihm bist. Der ist alle. Dwight ist alle. Stalken ist doch was Tolles, nicht wahr? Ja. Macht Spaß? Ja, doch. Würde mir mehr Spaß machen, wenn ich schon Diabolik 3 hätte. Verständlich. Na komm schon. Wo bist du denn hin, hm? Irgendwo hier in der Area. Da nicht. Ach, wenn ich mit Michael Barbecue und Chili hätte, ne? Wäre das schon nicht schlecht da. Ah, da ist ein King. Hey King. Du, ich bin gar nicht so. Ich lass dich ja laufen. Ja, ich bin gar nicht so. Der ist alle. Next one. So. Da ist ja noch jemand. Ja. Hey, Mac. Genau die meinte ich eben. Die ist da wieder aufgetaucht. Hey, Mac. Hey, Mac. Wie? Du kannst da immer noch durch. Hä? Wie macht die das? Das geht eigentlich nicht. Es wird doch nur dreimal blockiert. Ja, eben. Gut. Anscheinend cheatet die gute Frau. Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh ja. Ja, jetzt ist vorbei. Oh komm. Das ist mir auch egal, wen ich zuerst nehme. Den jedenfalls nicht. Doch, nur noch nicht mit dem Schlag. Kingy Boy. Scheiße. Abgeschlachtet. Wollte ich eigentlich nicht, aber hat trotzdem gezählt. Wo bist du hin, hm? Da bist du hin. Weg mit dir. Ja, weil der gerade drüber geklettert ist, konnte ich ihn nicht abstechen. So, das mache ich kaputt. Ja, 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 dann geht's gleich weiter hier. So, dann gucke ich mal darüber. Dann taucht da gleich jemand auf, der den King holt. Oh, doch nicht. Doch. Doch. Hallo. Hups. Na du. Da ist der tot. Doof jetzt. Schaut, Dwight. Tja, bleib mal da liegen. Bleib mal da liegen. Ja, und Diabolik 3 bleibt. Man braucht tatsächlich beide Add-ons in Rot. Ja, dann guck mal da. Da wird doch garantiert noch jemand sein. Guck mal, ein King. Ja, der gute alte King. Hallo. Toter King. Na? Jetzt gut? Ja, ja doch. Sieht man dir an. So, das war übrigens das, was ich eigentlich letztes Mal mit Michael machen wollte. Ja, gut, ne? Zurück. Da am Jen saß, glaube ich, noch jemand. Nein, nein, nein. Nein? Nein, nein. Aber die Maggie. Die war nicht da. Die hat viel zu viel Angst. Ach, als wenn Meg Angst hat. So wie die da eben über die Dings gehüpft ist. Die hat keine Angst. Die hat nur Cheats. Ja, das ist gut möglich. Hier ist jedenfalls keiner. Hallo. Hallo, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Meine Nase juckt. So. Da, 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 da. Sag ich doch da. Ja, jetzt ist jemand da gewesen. Hi. Und weg damit.
Hä? Wo? Irgendwo da. Hey, Mac. Und weg mit Mac. Ich habe jetzt nur eine Befürchtung. Dass der andere die Luke finden wird. Mhm. Ja, könnte gut sein. Aber Mac ist weg. Das stimmt. So. Einmal aufgeräumt. Und dann Luke suchen. Ja. Das wäre jetzt ganz praktisch, wenn sie dir vor die Füße fallen würde. Bitte? Ja. Wie war das? Ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. Schatz, ich... Da ist das eine Tor. Das andere. Da ist das... Och, das ist ja entspannt. Ja, doch. Locker weg, würde ich mal sagen. Ach, das ist ja... Außer er hat gerade direkt neben dem gestartet, was ich aber nicht glaube. Hey, du! Ey, Kumpel, wie geht's dir? Hi, ja, kein Problem. Gerne. Ciao. Tschüss. Ja, das war's, ne? Das war eine gute Runde. Eine tote Runde, würde ich sagen. Das war eine sehr gute Runde. Huch. Doof jetzt. Oh, ein Achievement für mich. Juhu. Ah, guckt mal, das gefällt mir. Ja, sowas Freunde. Ist schon schön. Ja, ne? Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis Tschüss. Gleich. Hallo, Runde 3. Lukas. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, Mann, oh. Das ist zu laut, wenn ich da aus auf dem, wenn ich auf dem Tisch rumtrommle. Also, so. Wir spielen gegen Lukas. Ja. Podolski. Da macht das doch. Aber eben hat er da richtig schön drauf rumgehämmert. Hi, du. Das sah sehr interessant aus. Der war wohl noch nicht im Spiel. Oder der wurde von Mama abgelenkt. Wahrscheinlich eher das. Mama, nein, ich will jetzt noch nicht essen. Ich bin gerade in der Runde. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Warum hat denn der den Nea-Burg? Ja, Dinge, die ich selten sehe. Irgendwelche männlichen Charaktere mit dem Nea-Burg. Aber ist doch ganz praktisch, das Ding. Ja. Zweifle ich ja auch nicht, aber... Der liegt. Das weiß ich. Und er hat mein... Ciao. Und weg mit ihm. Damit ist der eine Perk, den ich besitze, nutzlos geworden. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hab jetzt tatsächlich mal aufgegeben. Da oben. Mir dieses komische Achievement... zu holen wollen. Holen zu wollen. So rum. Holen zu wollen, wollen, wollen. Hi, du. Dieses Achievement, was heißt, Dieses Achievement, was heißt, dass ich 4 Leute ermorden muss und dabei nur die Perks der, des jeweiligen Killers benutzen darf. Und das habe ich jetzt schon zum 3. Mal mit der Seuche geschafft. Und, ja. Irgendwie hat das immer noch nicht. Nein, und deswegen dachte ich mir jetzt so, fickt euch einfach alle. Bam, bam, bam. Ich benutze jetzt Perks, die vielleicht auch mal was bringen. Weil 2 der 3 Perks von der Seuche finde ich persönlich nicht so spannend. Der mit dem Generatoren ist gut, dagegen sage ich nichts. Ja, das stimmt, der ist ganz praktisch. Hey, du. Schade. Das war zu knapp berechnet. Hä? Ja, manchmal verstehe ich das auch nicht so. Da drin ist er. Ja, habe ich gesehen. Da draußen ist er, der hat mein Totem gefunden. Ja, das andere hat er auch schon gesehen. Ja, soll er nur, das ist aufgezehrter Boden. Aufgezehrter Boden. Ja, ich meine nicht den heimgesuchten Boden, es ist der aufgezehrte Boden und die heimgesuchte Hoffnung. Ja, so ist das. Ja, ja, ach du, schmeißt das nur um. Ich hab dich schon gesehen. Ja. Abgesehen davon, dass es nichts bringt, hab ich dich schon gesehen. Mach dir da mal keine Sorgen. Keine Sorgen. Nee, nee. Hier nicht gerade noch durch. Ja, ich weiß auch nicht, wo der hin ist. Ah, hier, da hinten. Ja, da ist was Kratziges. Hab ich gesehen. Libille. Libille. Oder auch genannt Sibylle. Sibylle, ja. Sibylle, rennt vor uns her.
Das ist eigentlich Bill, der eine Geschlechtsumwandlung haben möchte. Genau. Deshalb heißt er jetzt so Bill. Oh, ist hier. Das ist aber ungünstig. Kotzparty oder. Jetzt geh mal weg von meinem Brunnen. Das ist meiner. Ich hätte den anderen verfolgen sollen, dann hätte ich den jetzt one-hitted. One-hit-wonder. Ja, der eine hat sich geheilt, da ist näher. Die verseucht hier aber schön alles, also. Jo, das stimmt. Da ist eine Palette. Wie läuft die denn? Die läuft behindert. Hallo. Aber schon wieder was verseucht, also. Sehr praktisch. Ja, bis auf, dass mir die Paletten zu sehr auf den Sack gehen, als dass ich die da stehen lasse. Selbst wenn es vielleicht ganz praktisch ist mit der Seuche, aber nee. Ach, meine lieben Leute, ich habe doch gestern seit Ewigkeiten mal wieder... Da. Bitte? Ich habe das Ding gesucht. Achso. Alles gut. Seit Ewigkeiten habe ich mal wieder Survivor gespielt und ich habe meine zweite Runde gegen die Seuche gespielt. Uhu. Fällt mir dazu gerade so ein. Ich verstehe echt nicht, warum die so wenig nur spielen. Ich auch nicht. Ich finde sie so gut. Also, ja, ich komme halt mit ihr gut klar, ne? Oh, das war eine Assi-Aktion. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Dass ich den noch erwische. Ja, das war ganz schön interessant. Du speist aber auch zu hoch. Ich dachte, ich speie weit, dass es dann auf ihn drauf fällt. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, da oben. Da oben ist das doch schön. Oh, habt ihr meinen Totem kaputt gemacht? Ja, der eine. Letzte. Warum macht man zuerst das Totem kaputt, bevor man den Generator so fertigstellt? Kann ich dir nicht sagen. Ja, das, die Sache ist, es ist halt, ja, der Boden halt, ne? Ja, der Boden. Ja. Wenn er sowieso schon One-Hit wäre, weil er sich nicht mehr healen kann, wäre er jetzt One-Hit. Hallo? Der da? Ja, der. Nehmen wir den noch mit. Der hat aber auch einfach, glaube ich, keine Lust. Und du sagst jetzt, es soll keine vierte Runde geben, Schatz? Ja, Entschuldigung, ich habe bloß drüber nachgedacht, wegen Vorproduzieren. Ja, so. Theoretisch hast du recht, aber das war jetzt ja noch kürzer als die anderen. Ja. Und ich wette, wenn ich jetzt nur die Perks der Seuche ausgerüstet hätte, würde ich das Achievement bekommen. Garantiert. Ist doch immer so. Das würde ich mit euch wetten. Wenn es denn irgendeine Möglichkeit gäbe, das rauszufinden. Hatte ich das hier schon kaputt gemacht? Nein! Punkte! Wenigstens noch ein bisschen was, ne? Ja, wo könnte denn der Dings sein? Ja, die Luke nehme ich auch noch. Der Luke, genau. Dem ich hab Luke. Schon wieder. Dem Luke, wo bist du? Alter! Puff! Naja, ich glaube, das war's. Keine Luke für dich. Nö. Naja, dann kotze ich hier noch das Ding an. Yay! Mit wenigstens noch 25 Punkte. Du bist ansteckend! Yeah! Woo. Aufgeberbonus! Ja, gut, Freunde. Dann bis zur vierten Runde. Yay, bis gleich! Hey! Hallo! Schatzi ist vielleicht ein bisschen aggressiv auf mich. Weil er mich die ganze Zeit erschreckt. Das ist so gemein. Aber das kann ich so gut. Jedes Mal, ich mache irgendwas und dann erschreckt er mich. Aber das kann ich so gut. Ist gemein zu mir. Ich glaube, ich habe noch nie Freddy im Spiel gespielt. Ich weine gleich. Mach das mal nicht. Hör auf damit. Nein. Nicht kitzeln. Nicht während des Spiels. Wow. Der war schon echt nicht so... Das Wahre. Der war auch nicht als Witz gemeint. Ich meinte nicht während des Spiels DBD. Ach so. Hey, du da auch. Hat der ein neues Knurren gekriegt? Weiß ich nicht. Ja, übrigens, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir Freddy spielen, bevor Freddy den Patch bekommt. Da fällt mir gerade ein, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Es war ja jetzt Steam Summer Sale, ja? Ja. Und da hat mir hier Hasi-Pups und so was spenderbuliert. Genau. Lizzie kann jetzt das Schwein spielen. Ja. Also wenn ihr das Schwein sehen wollt, wie immer einfach in die Kommentare schreiben.
Jetzt auch von Lizzie erhältlich. Der ist aber schnell, dafür, dass das ein King ist. Das hört sich irgendwie falsch an. Ja, David King ist nun mal echt nicht der schnellste Charakter. Charakter. Der Dame Charakter. Oh, Charakter ist in der Palette. Och, ja, ey. Immer diese Palettenmenschen. Rums. Was war das? Aufgezerrte Hoffnung. Was? Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Okay, ich habe wahrscheinlich die Palette geschlagen, aber... Ich weiß es nicht. Ich glaube, du warst einfach noch zu weit weg. Wie gesagt, ich glaube, ich habe die Palette geschlagen. Der Typ ist mir jetzt aber ehrlich gesagt scheißegal. Der geht mir auf den Sack. Wieder überall rumrennen und nur Paletten kaputt machen, kann ich auch mit irgendjemand anderem. Ja, du magst den nicht mehr. Da hinten ist er. Außer natürlich, er läuft mir direkt in die Arme, was er gerade zu tun scheint. Nein, tut er nicht. Guck mal, da ist er. Da vorne steht er. Ja, bei der nächsten Palette. Palette, ja klar. Och, ey, wie viele Paletten gibt es hier? Und warum findet er die alle? Vielleicht hat er den Palettenperk. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich kenne niemanden, der diesen Palettenperk benutzt und trotzdem finden sie den alle. Den Palette? Ja. Boah. Jede einzelne Palette im Spiel. Hast du nicht gesagt, du wolltest den jetzt doch ja, nicht ja, aber ich hatte ihn dann gesehen und dann, ich weiß auch nicht, ich bin ein schwacher Mensch. Ein schwacher Mensch? Ja, wenn ich... Hä? Ein schwacher Mensch, schwach Mensch. Bop, bop. Ja, schwachsinnig. Nein, ich bin ein einfacher Mensch. Wenn ich sehe, dass irgendjemand da ist, dann muss ich ihn verfolgen. Auch auf der Straße geht's mir nicht anders. Ah ja, da haben wir's. Stalker! Passt jetzt zur Folge. Ja, das passt zur Folge. Irgendwie. Warum? Warum bekommt man plötzlich Panikreaktion, wenn man das Lala von Freddy hört? Das kann ich dir nicht sagen. Ach Gott, ey, alle lupen sie. Ich glaube, die spielen auch schon wieder zusammen, ne? Ja, ich meine, die waren alle zusammen. Oh nein. Oh, dein guter Freund hier. Komm, jetzt bin ich aber in seiner Nähe und da ist die nächste Palette. Ja. Aber die kann ich wenigstens schon kaputt machen, bevor er überhaupt schläft. Er schläft, er schläft. Aber unten müsst ihr jetzt, glaube ich, so gut wie alles kaputt machen. Ja, ich glaube auch. Wenigstens ihn aufhängen. Auch wenn du die andere nicht kriegst. Er muss dran glauben. Ja. So, hier, besser. Ende. Flrip, Laurin Wookie. Backflip. Boah, dem würde ich noch eine mitgeben. Habe ich doch schon. Ja, noch eine. Kriegt er gleich. Natürlich. Natürlich. Genau jetzt. So. Weiß nicht, ob ich den erwischt habe. Ja, toll. Ja, den habe ich gar nicht. Yay! Overhustler 98 der E. Ja, 98, ne? So ist das. Jahrgang 98. Ja, fürchterlich. Fürchterlich, so ein Jahrgang. Ekelhaft. Wein schmeckt auch nicht. Ah ja, wir reden hier über den Wein. Natürlich. Wenn Zuschauer aus Jahrgang 98 dabei sind, es tut mir leid. Mir nicht. Dir nicht? Nein. Warum nicht? Das Prinzip. Du musst ja wissen, wie das Jahr war. Ja, selbst miterlebt. Einen Monat lang. Ja, ja, ja. So wo? Ist das. Wo? Wir waren gerade Schritte. Fuß, Schritte. Ich wollte gerade sagen Fußspuren, aber es waren keine Fußspuren, es waren Schritte. Wir sind hier nicht bei Daylight. Ja, wir sind bei Dead by Daylight. Stimmt, ja. Ist korrekt. Hi, na? Guter Freund. Suchst du Paletten? Doof jetzt. Huch.
Wenigstens der. Wenigstens der. Ja, der kann ja auch hängen. Wenn die Runde... Der ist tot. Ja, der kann ja auch tot sein. Wenn die Runde schon sonst scheiße ist, wenigstens der spezielle Freund. Dodette, ja, ich wollte sagen, du solltest vielleicht langsam mal und ach, so. Weißt du, brauchst du nicht. Hey, ist ja auch nicht Pflicht, ne? Nee, muss man ja nicht. Hallo, Claudetti! Du hast jetzt so einen entscheidenden Vorteil, weil hier immer noch eine Palette steht. Ah! Aber das dürfte fast die letzte gewesen sein, glaube ich. Ja, das denkt man sich immer und dann stehen da trotzdem noch 50. Nee, ich glaube, die ist wieder umgedreht. Rückwärts ich dann. Da, ja. Stimmt. Ja, die gute alte Claudette. Jetzt geht sie nach oben. Ja, die will den Gin fertig machen. Nee, die will sich, glaube ich, erstmal genüsslich heilen. Hey, du! Oh, da ist noch eine. Warum? Oh, ist das nicht da, wo ihr am Anfang wart? Ich weiß. Ja, das ist das. Aber, jetzt kriege ich gleich die Palette übergezogen. Ja. Und jetzt ist sie weg. Warum er mich allerdings nicht blendet, hat mich gerade gewundert. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oh, hi, Claudette. Vielleicht, weil das eben schon nicht so gut geklappt hat? Das ist noch eine Palette gewesen. Oh. Bam! So. Scheiße. Okay, das war aber der David King Perk. Schön wär's gewesen. Ja, das war der David King Perk. Der David Ding Perk. Da hätte ich mal am... Oh, ja doch nicht. Erst Generator? Nein, ich verfolge hier erstmal. Wo da könnte er sein? Da ist er unten. Ist wieder runter? Da vorne ist er. Jo. Hab ich gesehen. Du bist aber doof. Ja, der hat jetzt abgewartet. Der hat jetzt nicht richtig geschalten. Blöd, wenn man mit der Kupplung nicht umgehen kann. Oh, hey. Claudette kannst du auch noch mitnehmen. In der Theorie kann ich das. Da, bei Claudette war ein Ausgang. Ja. Ehe die wieder schlafen, ist der Ausgang offen. Könnte gut sein. Oder sie heilen sich davor? Gut. Gut, es muss auch Dumme geben. Es muss auch Dumme geben. Hey, Claudetti! Hättest du locker wenigstens zur Hälfte offen gehabt. Ich glaube, der wäre sogar schon auf gewesen. Das weiß ich nicht, aber wie gesagt, die Hälfte wäre locker drin gewesen. Naja. Claudetti ist ausgeschieden, würde ich mal sagen. Nee. Ne? Ah, stimmt. Die noch nicht. Aber der andere Typ könnte ausscheiden. Könnte. Jedenfalls gehe ich da erstmal hin. Dann werde ich sehen, wie da gleich jemand kommt, weil das Ausgangstor hier aufgemacht wurde. Nein, da hat jemand erstmal das Totem kaputt gemacht. Aber dadurch ist der andere ausgeschieden. Gut. Und damit wissen wir so ungefähr, wo der ist. Ich würde, der ist noch unten. Hey, ja. Ich bin gut. Aber wo er dann hin ist, ist die Frage. Zu Claudetti wahrscheinlich. Meinst du? Könnte gut sein. Nicht, dass er sie zurücklässt. Ja, könnte auch sein. Die müsste dann ja hier unten erscheinen. Ah, da. Hi. Quentin, und? Dich haben wir auch nur ganz am Anfang gesehen. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Doch, ganz am Anfang. Das war der erste, den wir eingeschläfert haben. Aber dann kam er nie wieder zum Vorschein. Ach, Quentin. Ach. Hast einen Schlag in den Nacken gekriegt. Quentin, du hast einen entscheidenden Nachteil. Du hast noch kein Ausgangstor offen. Das ist korrekt, der gute Quentin. Oh. Ja, ich vergesse immer. Der war zu kurz. Ja, ich vergesse immer, dass man Freddy echt eigentlich immer aufladen muss. Ah. Weil wenn man normal drückt, ist der Radius so klein von dem Angriff. Ist korrekt. Ah, unter dir ist was. Aber kommt, Leute, gebt doch mal zu. Keiner von euch, also ich genauso wenig, hätte damit gerechnet, dass... Och, da war eine Luke! Ja, das ist doch super, dann mach die doch mal zu. Aber keiner hätte doch damit gerechnet, dass wir hier irgendwas in dieser Runde noch reißen würden, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Nach David King nicht mehr, ne? Nee.
Ich bin zufrieden. Ja, finde ich auch. Ja. Doch, ja. Finde ich gut. Waren heute allgemein sehr gute Runden. Ja gut, Ghostface hätte besser sein können. Aber da war ich ja ein bisschen eingeschränkt. Gerade als dann am Ende niemand der dritte im Tod mit dazu kam, hätte ich gerne auf Stalken verzichtet, aber das durfte ich ja nicht. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich glaube, Lizzie tut das genauso. Jappi! Und wie gesagt, wenn ihr das Schwein von Lizzie sehen wollt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, du hast ein Tiercup-Schweinchen gekauft. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an, als hätte ich ein kleines Schweinchen. Oh, ich will auch ein Schweinchen haben. Ja, jedenfalls, das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass wir Freddy in dieser Variante gespielt haben. Denn der andere Freddy ist schon auf dem Testserver drauf. Allerdings dauert mir das echt zu lange, da irgendwie wieder eine Runde zu finden. Und dann kackt man da wieder so ab wie mit Ghostface. Wir gucken ihn uns einfach an, wenn er richtig rausgekommen ist. Jo. Und zum Ende der Folge, wie immer, einmal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht. Zur Auswahl stehen der Fallensteller, der Geist, der Hinterwäldler, die Krankenschwester, der Doktor, die Hexe, der Wandler, die Jägerin, der Kannibale, der Albtraum, das Schwein, der Clown, Ghostface, die Seuche, die Legion und das Gespenst. Wow, 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 wow. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss.